Ihr dürft euren Augen trauen. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen zurück bei Kingdoms and Castles. Das war damals eine kleine, aber feine Traditionsserie auf dem Kanal. Obwohl die Reihe nur 9 Videos inne hatte, wurde ich immer wieder gefragt, ey, kommt da nochmal was? Das Spiel wurde doch auch links und rechts noch geupdatet. Können wir dich irgendwann in der Rolle des Königs wiedersehen, wieder begutachten beim Errichten und Pflegen eines wunderschönen Königreichs? Und ja, heute ist der Tag gekommen, an dem ich euch das erstmal als kleine Miniserie präsentiere. Ich dachte mir so, 5 Videos kann ich euch auf alle Fälle mal an der Stelle hier versprechen. Ob ich die jetzt direkt täglich nacheinander bringe oder alle 2 Tage, das werde ich noch so im Verlaufe des ganzen kleinen Projekts entscheiden. Also, ich schaue einfach mal drauf, wie viel Bock ihr so drauf habt. Ja, das schaue ich ja sowieso immer. Und wenn ich merke, ey, das Volk, das giert und geiert, dann kann das sein, dass ich auch direkt morgen die nächste Folge rausputter. Aber warum denn jetzt eigentlich, ne? Das Spiel hier, das habe ich zuletzt in einem Livestream Anfang 2019 gespielt. Eben nachdem es diese kleine Videoreihe damals auch gab. Insgesamt 9 Videos, habe ich ja gerade schon erzählt. Aber seitdem wurde das Spiel wirklich geupdatet. Und zwar bis in die Mitte von diesem Jahr hier. Bis in Mitte 2023 gab es hier noch größere Updates für. Ich lese mal kurz vor, ne? Es gab Infrastructure and Industry, War and Diplomacy, AI Kingdoms, Fish and Pigs, Warfare und auch noch ein Steam Workshop. Ich spiele das ja allerdings auf GOG und nicht auf Steam. Aber ich habe überprüft, obwohl hier oben steht neuestes Update, Infrastruktur und Industrie, was gar nicht mehr stimmt, ist die Versionsnummer die richtige. Ich denke also, wir werden alle Updates da haben, von denen ich halt wirklich quasi gar nichts kenne. Also da dürfte jetzt nochmal Neues dabei sein. Ich werde es auch nicht mehr so viel vergleichen können. Ich werde jetzt auch nicht mehr so viel Wissen drin haben. Wie gesagt, das ist fast 5 Jahre her. Es ist also eigentlich nochmal sehr frisch rein, aber mit diesem Nostalgiefaktor, dass wir schon wissen, das war doch eine ganz nice Zeit. Gab es damals so viele Fische? I don't know. Man kann jetzt hier so einen Nebel einstellen. Guck. Aber ich glaube, wir machen das so, dass wir was sehen. Weil das ist gut, wenn man was sieht. Tatsächlich habe ich ja auch noch die Speicherstände von damals, ne? Also das Königreich. Was auch so ein bisschen klingt, als würden wir da eher ein paar schmackhafte Dönertaschen verkaufen. Das war von diesem Livestream 2019. Und hier haben wir, ja, 2017, 2018, das Zonenland, was für Leute, die den Kanal nach der Verkürzung auf nur Kedos kennengelernt haben, schon gar keinen Sinn mehr ergeben dürfte. Und ich werde es auch einfach nicht erklären. Wir starten aber natürlich mit einem ganz neuen Spielstand hinein im Standardmodus. Wir haben hier 3 Schwierigkeiten zur Auswahl. Einmal keine Bedrohung, das ist super boring und absolut nicht meines Standes würdig. Dann haben wir Sommern, das ist einfach, ja, wenige Überfälle und Drachen. Es ist, also ich finde, es gibt hier jetzt eigentlich keine Lösung, außer, naja gut, wir müssen jetzt nicht auf Überleben gehen. Das klingt hart, aber zumindest schwer, oder? Ein harsches Land, aber ein weiser Herrscher, das klingt wie für mich geschrieben, kann durchaus erfolgreich sein. Gab es damals schon Schwierigkeitsgrade? Mehr Überfälle und Drachen, die allgemeine Zufriedenheit eures Volkes ist ausschlaggebend über Sieg oder Niederlage. Ist euer Volk zu lange unzufrieden, entmachtet es euch. Etwas, was mir niemals passieren würde. Bitte jetzt nicht zu einer Stunde später schneiden, falls es denn so sein sollte. Okay, wir spielen in Winter. Und jetzt brauchen wir natürlich einen schönen neuen Namen. Und ich würde sagen, ich nehme einfach den Sprachgulasch, den ich schon immer aus dem Titel gemacht habe. Das heißt, das hier wird jetzt mein Kingdoms. Und das Castle, das baue ich dann noch oben drauf. Komm, wir machen noch so Kedos Kingdoms. Kedos Kingdoms. Dich bei Kedos Kingdoms. Wählt euer Banner. Ich könnte natürlich auch ein benutzerdefiniertes Banner hier irgendwie reinbuddern. Warte mal einen Moment. Sekunde, Leute, darauf habe ich mich nicht vorbereitet, aber ich gehe mal fix in Photoshop. Ich habe meinen Photoshop-Philipp rausgeholt. Mal gucken, ob das funktioniert. Ah, da ist er, das benutzerdefinierte Banner. Es ist irgendwie so ein bisschen nochmal zusammengestaucht, obwohl es hier eigentlich 1A aussieht. Ich habe mich doch an die vorgegebenen Maße gehalten. Naja, der Wille war da. Ach, guck, jetzt sieht's wieder passend aus. Sehr schön hier mit diesem roten Übergang. Sehr royal.
bestätigen. Also, guck mal, jetzt haben wir hier diese KI-Kingdoms. Okay, also wir haben die Updates dementsprechend mit drin. Mit denen kann man dann wohl auch so diplomatisch durch die Gegend schnacken. Wir haben hier ein Seed, Größe, mittelgroß, lass ich mal so Art zufällig, Flüsse zufällig, lass ich auch mal alles damit rumfliegen. Was ist denn, wenn ich jetzt auf neue Karte drücke? Ach da, ich kann die Karte auch mit schönem Voraus wieder angucken. Stimmt, da wurde ja auch ausgewählt. Ich mache einfach mal alles zufällig. Ich kann ja nicht gleich erkennen, wie groß ist hier sonst was. Das Erste, was ich fühlen werde, das finde ich eigentlich schon ganz geil mit dieser Insel hier. Sieht aber ein bisschen aus wie ein Schlong. Das ist doch eigentlich ganz cool hier, so in der Mitte, so eine Landzunge, die da irgendwie mit reingeht. So eine schöne Insel, großer Graben. Und das hier machen wir schön zufällig. Ich bin gespannt, wem ich so begegnen werde. Aber als König bereitet man sich jetzt nun wirklich nicht auf irgendwelche anderen Leute vor, die so tun, als wären sie auch adlig. Och, das sieht schön aus. Es gibt übrigens auch unsere Twitch-Integration, Alter. Status nicht verbunden. Ja, ich würde mich auch jetzt gerade nicht verbinden. Ich bin ja verbunden. So, jetzt, ich habe wahrscheinlich auch wieder jetzt ein kleines Tutorial hier am Start. Das ist ja auch ganz okay. Wir schauen uns erstmal so ein bisschen um. Ich hoffe, ich habe jetzt irgendwo auch so ein KI-Kingdom. Na, ich baue mich nicht in die Mitte rein. Ich habe mich umentschieden. Ich baue mich hier oben links rein. Ich nehme mir direkt das größte Land. Warum sollte ich denn klein anfangen? Wer macht denn sowas? Baut euren Wohnturm in der Nähe von fruchtbarem Land, Bäume und Stein. Okay, so, das ist doch eine geile Landzunge fürs Schloss hier. Aber echt viel Platz. Ich buddel das jetzt. Moment, fruchtbares Land braucht es ja auch noch, ne? Aber fruchtbares Land ist doch hier unten. Fruchtbares Land ist hier unten. Das wird schon passen. Die Burg, die kann gerne etwas widriger stehen. Karg steht da. Ist mir egal, ob das Karg ist. Wohnturm. Ach, schön, Alter. Mittlere Maustaste oder die Taste R, um ein Gebäude zu drehen. Du, das ist einfach optisch. Es ist auch die Optik, die da mitspielt. Guck mal, das ist einfach geil, wie das hier so, das passt da 1A rein. Ich bin immer noch ein optischer König auch. Ein optischer König. Das sieht einfach aus, als würde es brennen. Ach, wie schön ich mich da immer anschaue. Ich sag's ganz ehrlich, das sah einfach so aus, als würde es brennen. Glückwunsch, Königreich Kedos Kingdom ist zu ein stiller Weiler herangewachsen. Okay, ich glaube, ich bekomme vielleicht doch nicht noch mehr Tutorial. Haben wir da nicht gerade die Larrys schon am Start, ne? Hätte gerne einen Platz zum Leben. Gut, wir haben hier Stadtstar-Versorgung. Also, jetzt erstmal, es gab ja auch schön mit Straßen hier, ne? Jetzt machen wir hier erstmal wundervoll ein paar kleine Hütten. Machen wir hier so, ne? Machen wir da ein bisschen noch... Machen wir hier noch den ganzen Aal so in die Richtung. Und dann mach hier einfach erstmal... wir haben schon wieder... Geil, ich habe schon keine Ressourcen mehr. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Ihr habt Straßen gebaut, auf meinen Befehl hin. Mein Herr, drei Menschen besuchten uns, aber niemand konnte eine Bleibe finden. Unsere Stadt ist voll, wir brauchen mehr Häuser. Du bist voll! Könnt ihr mal... wie ging das hier? Man wählt der aus, ne? Man drückt hier einfach so drauf. Fällen. 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 Alles fällen. Fällt das mal alles weg. Man wählt einfach aus, ne? Schäden beheben. Könnt ihr auch direkt Stein mitnehmen? Ne, das ist ja nicht Abholzmodus dann. Okay, es wird aber schon mal gefällt. Dafür brauchen wir dann gleich wieder eine Mine, Steinbruch, wie auch immer. Werd mal Stück für Stück wieder reinkommen. Es ist auch so ein bisschen Roleplay als demenzkranker, wieder eingesetzter König, ja? Der eigentliche Erbe ist gestorben. Deswegen muss der alte Sack nochmal ran. Das ist gerade so ein bisschen die Situation. Warum haben wir aktuell einen Steuersatz von 0? Na, weil die auch noch gerade sehr unzufrieden sind, weil sie halt obdachlos sind. Kann ich auch schon nachvollziehen, ne? Obdachlosigkeit ist es jetzt nicht. Ich versuche das gleich alles hier so ein bisschen... ja, organisch zu bauen. Wir wollen ja auch nachher wirklich wieder eine gute Optik haben. Jetzt brauchen die aber erstmal Hütte. Es wird nämlich auch einfach gleich Winter. Jungs, wie geht's euch, Alter? Das ist Thorkil! Ich will nur noch Thorfinn. Guck mal, wie happy die jetzt sind. Wundervoll, Alter. So, aktuell haben sie halt weder Obst noch Fisch noch Schweinefleisch. Um die Sachen müssen wir uns erstmal alles kümmern. Jetzt aber erstmal hier schön die Hütten, Alter. Schön die Hütten. Warte, ich will nicht abreißen. Ich will eigentlich nicht die ganze Zeit hier... Oh Gott. So. Es läuft doch eigentlich. Wir sind auch schon in Jahr Nummer 2. Im ersten Jahr eine komplette Burg und drei Hütten gebaut. Ist doch kein Problem. Ich hätte ja gerne dieses ganze Symbol hier die ganze Zeit nicht drin. Industrie. So, da haben wir einen Steinbruch. Wir brauchen ja bestimmt gleich Steine. Aber wir brauchen auf alle Fälle auch Brot, ein Weizenfeld, vielleicht aber erstmal einen kleinen Obstgarten. Hier unten sieht das doch nach einem ganz geilen Spot für einen Obstgarten aus, oder?
Ich werde jetzt aber nicht gleich schon geradet. Ist das hier fruchtbarer Boden? Das ist sehr fruchtbar. Okay, wir brauchen da jetzt eine große, schöne Straße hin. Direkt da runter zu den Obstgärten. Ja, nicht so an der Küste entlang, aber so ist geil. Und dann soll der auch bitte weiter hier Holz fällen. Brauchen wir wirklich gerade. Wir brauchen gerade echt, ey, müsst ihr einfach noch machen. Müsst ihr euch einfach noch drum kümmern hier. Und dann vielleicht auch mal zügig, ne, ein bisschen anfangen, Knickknack zu machen. Der König befiehlt es euch. Ihr knacket. Oh, das ist so schön hier. Guck mal, wie nah man da ja auch immer noch rein kann. Ich hätte nur die ganze dieses Viereck hier, ne? Das könnt ihr gerne noch weg. Aber wie geht's denn so? Ich kümmere mich vielleicht gleich wirklich nochmal um einen extra Wohnraum. Sobald halt wieder genügend Holz da ist. Das ist nämlich aktuell einfach nicht der Fall. Ach, schön in der Miniatur. Es fühlt sich an, wie nach Hause kommen. Unser Königreich hat übrigens 2 neue Bewohner angelockt. Es läuft also Stück für Stück dann doch rund. Nur sind es vielleicht ein bisschen wenige fürs Holz sammeln. Ist denn hier irgendwie sonst noch was? Oh, nee. Ich glaube, die haben das hier eingenommen. Kann das sein? Ich weiß nicht. Ist das der Nebel des Krieges? Unbekanntes Land steht da jedenfalls. Wir kümmern uns jetzt einfach erstmal um die Insel. So als bestünde auch gar nicht die Möglichkeit, dass irgendjemand anderes da wäre. Unser Königreich hat 4 neue Bewohner angelockt. Alle schön gemeinsam in den Hütten hier. 16 Jahre alt, aber geht jetzt schon die Abholzstelle räumen. Andere mit 16 immer am Algopops trinken. Aber hier, da wird es dementsprechend gemacht. So lobe ich mir das. Es wird schon wieder Winter. Das heißt, ich denke mal, die ganze Obstangelegenheit wird eher so ein Thema für... Naja, schon jetzt. Wird schon jetzt ein Thema. Die sind ja sonst sauer hier ohne Obst. Die brauchen eindeutig Obst. Es ist kein Obst im Haus. Können das auch direkt schön dahin tragen. Und dann machen wir einfach auch direkt 2. Brauchen die Weizenfelder denn auch so wirklich? Das ist auch die Bodenfruchtbarkeit, die da wichtig ist. Und wir brauchen natürlich dann auch bald ein Lager zum Einlagern. Beziehungsweise Obst ist jetzt, glaube ich, eh kein Thema im Winter. Aber es wird ja auch schnell Frühling. Ja, Nummer 3 ist am Laufen. Fischerhütte vielleicht auch keine schlechte Idee, ne? Hier mal erstmal eine Brücke. Guck mal, was man hier für Schäfe sich bauen kann. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Was haben wir denn hier? Ein Fischhändler. Der bereitet Fisch zu und lagert ihn ein. Und da haben wir die Fischerhütte. Dafür brauchen wir aber auf alle Fälle auch noch Stein, ne? Und Kohle müssen wir. Irgendwann müssen wir auch mal Steuern erheben. Ja, es kommen ja immer mehr Leute hier rein. Da müssen wir auch mal irgendwann da mal so ein bisschen, müssen wir die Daumenschrauben finanziell anziehen. Ein Königreich erbaut man halt nun mal leider nicht mit netten Worten. Könnte damit jetzt eigentlich mal bald fertig werden hier. Wirklich, Madeleine, was los? 27, hat mal eine Fee gesehen. Madeleine raucht das Kraut. Die ist doch auf Marihuana. Madeleine! Joey hat Zahnschmerzen. Ja, sorry, Zahnärzte, das ist, glaube ich, ein Thema, das wird man allgemein in dieser Zeit hier nicht angehen. Ich baue noch mal eine kleine Hütte. Ich habe noch mal Bock, hier eine kleine Hütte zu bauen, Alter. Und zwar so. Aber damit wir schon mal ein bisschen vorgesorgt ist. Ich will nicht, dass irgendjemand obdachlos wird. Das soll es nun wirklich nicht sein. Und ich hoffe, ich spiele hier jetzt wirklich nicht gegen so irgendeine überkrasse KI, die hier rechts irgendwie schon mich völlig outplayt. Das würde ich nämlich nicht einsehen. Weil bei mir wird noch mit Herz regiert. Mit Herz. Wir haben echt viel Holz. Ich würde mal fast sagen, wir haben ehrlich gesagt zu viel Holz. Könnt ihr das mal hier alles abbrechen, bitte? Ihr braucht jetzt nicht noch mehr Holz sammeln. Ihr solltet euch mal wirklich um eure Nahrung kümmern. Ihr Idiots! Seid ihr eigentlich völlig bescheuert? Ein bisschen alleine mitdenken wäre vielleicht auch mal eine Überlegung. So. Hier kommen jetzt auch noch Weizenfelder hin. Reiß den Baum hier ab. Fällt den Baum. Entschuldigung, es tut mir leid. Ich habe mich ein bisschen im Ton vergriffen. Es tut mir ja auch wirklich... Es tut mir leid. Was ist das hier eigentlich für Dackel? Sind hier Wölfe oder was? Oh, das ist eine Wolfshöhle.
Da dürfen wir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr allzu nah ran. Weil wir haben noch keine Soldaten, die es mit diesen Wölfen. Au! I'm running with the wolves tonight! Brauchen wir Soldaten für. Guck mal hier, Torquil. Torquil wurde von Wölfen getötet. Da. Achso, da sind auch schon Wölfe ohne Ende. Scheiße. Das habe ich natürlich nicht bemerkt, aber ich kann meine Augen halt auch nicht überall haben. Jetzt rennen die da weiter hin, holen das Zeug ab und lassen sich dann da von Wölfen umbringen. Ich meine, so langsam soll es auch mal ein bisschen zufriedener werden, finde ich. Könnte hier mal vielleicht ein bisschen runtergehen, damit wir mal ein paar Obstgärtner da eigentlich reinbekommen. Ich gehe mal bei den Bauarbeitern runter. Wir brauchen mehr Leute bei den Obstgärtnern. Und dann auch mal einen Holzfäller. Da muss man mal ein bisschen justieren hier. Und dann auch mal einen Burgarbeiter. Und jetzt brauchen wir auch noch Bauern. Wir brauchen auch wirklich bald mehr Leute. So, aber guck doch mal hier an. Guck doch mal hier an, jetzt wird's doch so langsam. Joey, der pflanzt jetzt. Und hat Angst, an der Pest zu erkranken. Ihr solltet eher Angst vor Wölfen haben. Usuin ist 17 und schon in der Midlife-Crisis. Realistisch bei unserer Lebenserwartung. Da stand nämlich gerade noch, träumt von alten Kindheitstagen. Fragt sich, ob Geister existieren. Ja, ich bin schließlich auch zurückgekehrt. Hat zu viel gegessen. Du sollst nicht direkt die Erde hier irgendwie wegschnabulieren. Das ist es jetzt nun wirklich auch nicht. Geht das jetzt so langsam mal hoch hier? Fisch und Schweinefleisch. Wir brauchen auch noch... Gab es eine Jagdhütte? Hier sind Nahrungsspeicher, Wir brauchen einfach Fisch als erstes, ne? So schnell wie möglich mal ein bisschen Fisch wäre ganz geil. Aber ich glaube, ich sollte jetzt die Steinproduktion echt mal hochziehen. Das ist es doch eigentlich. Ein Steinbruch, ne? Da brauchen wir ein bisschen Holz für. Das wird hier auch immer noch geholt. Ich würde sagen... Wir müssen jetzt auch mal so ein bisschen... Ach, Steinbruch können wir eigentlich geil hier hin machen. Das heißt, hier mal das alles weg und dann greifen die Wölfe hier hoffentlich auch nicht an. Hier rüber ziehen wir den Steinbruch rein. Mag ich zwar nicht, weil es etwas nah an der Burg dran ist und das belästigt mich ja morgens auch ungemein. Oder hier ist natürlich auch ein guter Spot eigentlich für den Steinbruch direkt. Ist aber auch dann nah in der Stadt drin. Man muss ja direkt vorplanen. Es sind echt viele Wölfe auf der Karte. Königreich Kedos Kingdom. Mein Herr, das Leben hier ist gut. Unser Königreich hat 3 neue Bewohner angelockt. Warum heißt das eigentlich Königreich Kedosh Kingdom? Können wir eigentlich noch mal, einfach nur mal... Kedosh Kingdom, nicht Königreich Kedosh Kingdom. Unsere Hoheit hat angeordnet, dass die Insel Königreich Kedosh Kingdom von nun an den Namen Kedosh Kingdom trägt. Wenn so eine Anordnung kommen würde, bevor überhaupt erst Nahrung gesichert ist und ich irgendwo hingezogen bin, und das ist das, was der König von sich gibt, ja, während irgendwie schon die ersten Leute von Wölfen zerfetzt werden, dann würde ich auch sagen, diesem Mann... Vertraue ich mein Leben an? So, haben wir nicht hier drin auch ein kleines Lager? ich hab Berater. Da sind sie ja. Ey, wie sie mich richtig animiert anschauen. Landwirtschaft, Stadt. Ich will nicht hören, was ihr zu sagen habt. Ich wollte nur mal kurz auch sagen, ich bin da. Was haben wir denn hier? Lernen, Landwirtschaft, Lehrling. Hungrig, mein Haushalt hat keine Nahrung. Ja, weil wir, natürlich, klar, wir haben noch kein Lager... Bisschen doof. Wir lagern noch nichts ein. Ich habe das Gefühl, ihr seid noch nicht gut in dem, was ihr tut. Weil ich sehe hier kein Weizen. Ich sehe kein Obst. Volle Säcke. Warte, ich glaube, wir müssen halt einfach nochmal an der Berufspriorität ein bisschen feilen. Ja, aber wir haben aktuell nur Bauern. Aber irgendwie... Wie habt ihr das geschafft, die Obstplantage abzufackeln? I don't get it. Wie kann das sein, dass die Obstplantage jetzt brennt? Es war gerade noch Winter. Pinkelt drauf. Holt alles euch raus, was geht. Brennt schon wieder, seid ihr doof! Ah ne, jetzt hat sie aufgehört. Okay. Also ich habe das Gefühl, dass mit der Priorität funktioniert irgendwie so semi-geil. Aber es wird auf alle Fälle jetzt geobstgärtnert. Wir machen halt ein bisschen mehr Bauern. Warum machen denn die Holzfäller eigentlich nichts? Das frage ich mich die ganze Zeit. Ah ne, okay, jetzt müssen wir auch. Jetzt haben wir ausgeglichen. Jetzt haben wir auch wieder Holzfäller. Ja, die herangehen. Das ist gut. Okay, jetzt ist alles, jetzt haben wir so langsam wieder einen Groove, weil das wird hier ja die ganze Zeit nicht gefällt. Und jetzt kommt auch endlich Nahrung, Alter.
Jetzt kommt endlich Nahrung um die Ecke. Das ist sehr, sehr gut. Und jetzt kommt auch endlich der Steinbruch. Muss an nutzbarem Stein liegen. Ja, ist das hier kein nutzbarer Stein oder was? Was ist das denn dann? Das unbrauchbare Fels. Aha, das ist Eisen. Unbrauchbarer Fels, unbrauchbarer Fels. Das ist Stein hier aber. Das ist aber sowas von Stein. Dann machen wir da nochmal eine Straße hin. Dann war doch meine erste Vermutung, das ist natürlich das kritische Auge. Das kritische Auge hat natürlich bemerkt, wo es lang geht. Nämlich, dass hier der Steinbruch hin muss. So, dass auch der König wirklich beobachten kann. Jeden Tag wird gearbeitet. So. Es flutscht, Alter. 5 Menschen besuchten uns, aber niemand konnte eine Bleibe finden. Da ist doch gerade erst eine Obstplantage abgebrannt. Ich weiß, das hängt nicht zusammen. Ich wollte es nur nochmal anmerken. Als ob man da nicht irgendwie was machen kann. Aber ist ja okay. Ich merke, das hier sind auch wirklich, das sind die Premium-Hütten. Ja? Das hier nennen wir Wohnen im Präsenzbereich des Herrschers. Damit von meiner positiven Energie auch ein bisschen was an die Leute eben dementsprechend übergeht. Ich weiß, das wird irgendwann kritisch, wenn wir hier irgendwas erweitern wollen. Es ist so schön. Nein, ich will nicht mal Banner wechseln. So, 20.000 Mal wird die Fanfare geblasen am Tag. Weil der König versehentlich das falsche Banner rausgeholt hat. Ach, Moment, ups, wir sind doch gar kein Löwe. Ich habe ja mich selbst auf dem Banner. Ich bin ja mein eigenes Wappentier. Mach dann ein Weizenfeld hin. Ich glaube, wir haben zwar noch nicht genügend Bauern für alles. Nicht genügend Bäuere. Was ist eigentlich hier mit der... was ist das für ein Flug, Alter? Was ist das, ein Engel? Ist jemand gestorben? Oder ist das irgendwie einfach nur eine Möwe, die wirklich ganz... Das ist echt... Das ist... what's happening? Wir brauchen auch Brunnen, ne? Das wurde mir auch gerade noch angegeben. Wo kriege ich eigentlich nochmal Brunnen her? Bei Versorgung doch wahrscheinlich, oder? Windmühle, Bäckerei. Da ist ein Brunnen. Das fehlt noch für Feuer und sowas, ne? Aber wir haben ja auch jetzt erst eben bald Stein. Und wir brauchen auch unbedingt ein paar Steinbrucharbeiter. Das muss man mal ganz klar dazu sagen. Na, dann gehen wir von den Bauarbeitern gehen wir mal ein bisschen runter. Und ich glaube, Obstgärtner können wir auch nochmal eins runter. Und wir brauchen auch dringend mehr Leute zum Ausfüllen der ganzen Angelegenheit. Hungrig, mein Haushalt hat keine Nahrung. Wer sagt das? Ihr habt eine hohe Brandgefahr, ja. Und ihr könnt auch mal Sachen in eure eigenen Speisekammern einlagen. Ja gut, sie haben wirklich, also so viel Nahrung haben sie eben noch nicht. Sarah musste mächtig aufstoßen. Also ganz ehrlich, auf der einen Seite hungern, auf der anderen Seite rübsen. Von was denn bitte? Es wird wieder Winter, falls ihr das alle nicht bemerkt habt. Aber im Steinbruch wird gearbeitet. Es wurde auch ein bisschen geerntet. Ja, guckt euch das mal an. Liebt das Prasseln des Regens. Es schneit, Gary. Meine Fresse, wie wenig IQ kann man haben? 25 Jahre alt und kann Schnee nicht von Regen unterscheiden. Na klar. Und mit solchen Leuten soll ich arbeiten. Ich habe das Gefühl, mein Führungsstil hat sich verändert. Ich meine, das ist alles nur liebevoll. Meine lieben Untertanen und Untertaninnen. Es ist Zuckerbrot und Peitsche. Aber auf ganz relaxter Basis, Bruder und Schwester. So, guck mal, Hütten werden fertig. Kleine Leute sind immer noch ein bisschen hungrig, aber es steigt ja, ne? Ihr seht das hier, die Untertanen erfreuen sich guter Gesundheit. Es steigt schon langsam alles an. Stück für Stück, peu à peu. Kann halt nicht immer alles so schnell gehen, ne? Es kommen jetzt bald, glaube ich, neue Leute und dann können wir das ja alles ein bisschen besser ausfüllen. Dann ist als nächstes der Brunnen. Im Plan vorhanden. Chaos Kingdoms. Mein Herr, 4 Menschen besuchten uns, aber nur 3 konnten ein zufriedenstellendes Heim finden und entschieden sich zu bleiben und euch zu dienen. Das ist nett von denen. Ich bin ja auch schon dabei, weitere Hütten zu errichten. Ist doch auch noch Platz drin. Bewohner 3 von 5, was heißt das? Zufriedenstellendes Heim, das steht direkt nebendran. Ganz ehrlich, die können meine Dämpfe beim Scheißen einatmen und sagen, das ist kein zufriedenstellendes Heim. So, ich würde jetzt aber, also es läuft jetzt so langsam, ne? Ich glaube, wir können jetzt so langsam sogar, wir können wieder, nee, wir können noch nicht hochschrauben. Ich brauche auch einen Burgarbeiter. Ich weiß nicht warum, aber der soll gerne da bleiben. Das ist mein Page. Steine werden jetzt auf alle Fälle gut gesammelt. Wir brauchen unbedingt, ehrlich gesagt, mal wieder ein bisschen Holz. Deswegen wird ja auch gerade die ganze Zeit nichts gebaut.
weil ich nirgends aktiviert habe, dass die mal wieder hier Holz sammeln sollen. Na, wir sollen schon noch Leute beim Steinbruch haben. Es gibt jetzt keinen Grund, gleich alles hier nur Holz zu fällen. Die sind ja wirklich wild unterwegs. Die wollen das gar nicht zulassen. Jetzt arbeitet einfach niemand mehr im Steinbruch. Ich brauche mehr Leute. Brennt das hier? Nein, das wird gebaut. Das ist wirklich, dass der Effekt des Bauens ähnlich ist zum Verbrennen. Ja, man weiß ja, ne, der Phönix aus der Asche und so weiter und so fort. Immer wo etwas erstellt und gebaut wird, kann auch etwas niedergehen. Das ist das Schicksal, was ein Königreich, selbst mit dem besten König, meistens irgendwann erfährt. Dieses natürlich nicht, ja. Ich grenze mich natürlich ganz stark davon aus. Aber trotzdem. Kommen die Wölfe hier schon wieder auf Attack? Ich finde immer nur so eine kleine Parade aus, so ein bisschen, ne? Ja, guck mal, wir haben Weizenbrot, sitzt schon mal. Das Brot ist noch Fisch und Schweinefleisch. Aber die Lebenserwartung ist nicht mal niedrig, die Lebenserwartung ist mittel. Was kann man sich denn mehr wünschen? Bald brauchen wir auch Steinmetze. Das ist schon auch sinnvoll, damit die beschädigte Gebäude reparieren. Feld und pflanzt Bäume, das brauchen wir auch bald, ne? Das ist schon auch sinnvoll. Da haben wir hier noch ein kleines Lager. Ach, so viel Zeug, was man hier errichten kann. Einen kleinen Getreidespeicher. Lagert Nahrung. Ich weiß noch nicht, ob das irgendwie so sinnvoll ist. Vielleicht, ne? Also ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt. Ich baue ihn aber schon mal, oder? So einen kleinen Getreidespeicher? Machen wir einfach mal. Ich glaube, bisher sind wir eben noch nicht so groß dran. Ich glaube, die können noch einiges wirklich hier drin lagern. Da sind die Getreidespeicher noch nicht mal voll. Aber es ist ja ein bisschen Vorausplanung. Nahrung ist schon wichtig, weil hier ist schon wieder irgendjemand am Abhungern. Ich weiß nicht wer. Es ist mir auch wirklich... Es ist mir auch ein bisschen Bums. So, mein Herr, 4 Menschen hungrig. Mein Haushalt hat keine Nahrung. Ja. Bruder, hier liegt Nahrung. Literally. Einfach auf dem Feld rum. Wer meckert da eigentlich? Das ist Henry, Alter. Das ist sogar Landwirtschaftslehrling. Freut sich, dass mehr Lagerplatz für Nahrung vorhanden ist, um den bevorstehenden Winter trotzen zu können. Matasunta Winet. 16 Jahre alt und sehr bedacht über die wirtschaftliche Lage. Wie ist das eigentlich mit dem Brunnen, du? Ich will ja nicht, dass hier irgendwann mal irgendwas anzündet. Also als erstes würde ich vielleicht die Felder schützen. Ja, komm, schütz mal als erstes mal so ein bisschen die Felder, oder? Hier einfach so einen Brunnen hin. Und wir haben leider kein Geld für einen zweiten. Also wenn die Wohnhäuser halt... Hier ist ja auch viel, ne? Man muss dazu sagen... Brunnen, nice to have, aber ich habe mich ja hier so eingerichtet, dass die Leute wirklich sehr, sehr schnell auch zum Wasser gelangen. Und ansonsten befördere ich ja auch immer sehr die Eigenlöschung. Was ich ebenso befördere, ist die Eigenkommentierung, die Eigenbewertung und die Eigenabonnierung inklusive Eigenblockierung dieses Videos hier. Also wenn es dir gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar da. Falls ihr den Kanal noch nicht kennt, lasst gerne ein Abo inklusive Glocke da. Noch nicht mal irgendeinen Drachen hier gesehen oder sowas. Es läuft mal wieder smooth ohne Ende, obwohl ich den zweithöchsten Schwierigkeitsgrad ausgewählt habe. Und ja, gebt mir natürlich Feedback, weil wie gesagt, dann schaue ich, wie schnell es neue Folgen von dieser Miniserie hier gibt. Das ist jetzt mal mit mindestens 5 Episoden geplant. Und je nachdem werde ich direkt rausbuddern oder so jeden zweiten Tag mit eben anderen Videos dazwischen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch überrascht, hat euch gefreut. Hat vielleicht manche von euch auch ein bisschen nostalgische Erinnerungen bescheren können. Und allen, die neu dabei waren, wünsche ich eine schöne Zeit mit diesem fantastischen Indie-Spiel, was euch hoffentlich genauso gut gefällt wie damals bei der Originalserie den ersten Zuschauern und Zuschauerinnen. Ciao, tschüttel-tö und rein regiert.